So. Dann nächste Folge, nächstes Glück. Hier geht's in Richtung Wasser. Ne? Die Treppe hatten wir ja hier so runter. Hier geht's in Richtung Wasser weiter. Also entweder können wir da hinten weiter oder wir nehmen diese Wege hier. Also wir fangen jetzt einfach mal hier vorne an. Ich hatte ja hier schon so ein paar Dinger. Nein, hier war das nicht. Naja, nein, ich hatte hier. Hier hatte ich ja schon mal ein paar angelegt. Wir müssen immer in die Richtung. Da hinten schließt das dann an diese, an die alten Wege sozusagen. Und ja, genau. Schließt das an die alten Wege. Und das machen wir aber jetzt so. Diesen Gang hier, der ist praktisch für den Weg hier so unterwegs. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal durch. Oder wir machen direkt die andere Richtung. Warte mal, sollen wir die andere Richtung mal machen? Ja, ne? Ist vielleicht cooler, ne, als diesen kurzen Weg hier zwischen den Dingern. Lass uns das mal machen. Wir wissen ja noch nicht, wie weit wir hier kommen. Ich habe da ja noch kein Ende irgendwo angelegt. Also das heißt, wir gucken einfach mal. Oder wir legen da hinten ein Ende an. Das wäre auch eine coole Sache. Warte mal. Das können wir auch machen. Boah, da müssen wir aber weit durch, ne? Ah, oder wir stampfen uns durch bis zur... Da oben ist noch Kohle übrigens. Da ganz hinten so ein Quergang. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Dann haben wir das so ein bisschen... Boah. Alter Schwede, das ist ein weites Areal, ne? Das ist echt weit hier. Ihr könnt mich mal alle Gänge, die ich hier gebuddelt habe, ne, zwischendrin, wo ich dachte, ah, oh, war dann halt hier irgendwie Eisen oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, buddel da mal rein. Aber es war einfach nicht erfolgreich. Ach, hier hinten war ja auch wieder Lava-Krams. Ach, hier. Ach, guck mal, da sind wir doch. Ach, da waren wir schon. Ja, habe ich schon gezeigt. Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder. Ja, tut mir leid. Ich bin blöd. Ich bin ein bisschen verpeilt noch vom letzten Mal. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal... wir machen mal Folgendes. Ein Gang. Können wir das mal so machen? Ja, ne? Hier oben drüber ist Party übrigens, ne? Ich weiß aber nicht, wo wir hier rauskommen. Deswegen lasse ich die Dinger jetzt erstmal irgendwo dran. Ich mache hier auch keine Gegenstücke, ne? Sozusagen zu den anderen. Weil wir machen jetzt einfach einen riesig, einen ellenlangen Gang. Und dann ist das Bild hier. So. Ah, ne. Das hier. Nein, das wollen wir nicht. Ich will keine Lava. Ach, Menno. Scheiße. Ah, wo fangen wir denn an? Hier neben dem Kram, oder? Machen wir das hier. Ist es schön, oder? Hä? Es ist schön, oder? Sag doch mal, dass es schön ist, Leute. So. Ja, und dann haben wir praktisch, habe ich irgendwie 2 Stündchen irgendwas gemacht und hallo? Dann habe ich praktisch 2 Stündchen oder 1,5 oder was auch immer habe ich was gemacht und es hat definitiv nichts gebracht. Also irgendwie nichts gebracht. Und ich glaube, das hier ist auch eine scheiß Idee. Lass uns mal da hinten einfach weitergehen. Ich hab noch nicht wirklich den Plan. Ich bin so, wie sagt man denn, deprimiert, gefrustet. Ich habe so, oh Mann, Mignon. Das war so. Ah, ich habe mich so geärgert die ganze Zeit. Ich dachte, boah, ich spare uns mal Zeit und dann freuen die sich und ich freue mich sowieso. Und dann sind alle glücklich und wir haben erstmal ein paar Dias auf Vorrat zumindest und so. Aber nein, es ist nicht so. Komm, wir machen jetzt hier einfach weiter. Ich mache auch keinen Gang irgendwo hin erstmal und
Wir hacken uns jetzt hier durch und hoffen, dass wir irgendwo ein paar Dias finden. Und ja, dann können wir, wenn wir noch welche finden, also die nächsten 3, 4, 5 oder so, weil wir brauchen definitiv nochmal ein bisschen Ausrüstung. Ja, guck, ist da? Das war nämlich schon. Wieso ist das hier mit dem Menü eigentlich immer so, ne? Wenn ich hier drauf drücke, der zieht immer. Entweder ist mein Escape-Knopf, vielleicht muss ich den mal sauber machen. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mein Keyboard jemals sauber gemacht habe. Ganz, also, ne? So mache ich das schon sauber, aber. Also von oben jetzt, es sieht ordentlich aus, ne? Also ist jetzt kein Staubmagnet. Keine Staub-Dings da. Aber ich habe noch nie die Tasten abgemacht und waschi-waschi gemacht, so wie einige Leute das machen. Und ja, ich bin eigentlich nicht so. Also eine Tastatur waschen, weiß ich auch nicht. Und die legen ja die Knöpfe so richtig ein in Spüliwasser oder irgend so ein Käse, ne? Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also wenn man die trocknen lässt, ist das bestimmt super. Aber die stauben doch sowieso nach 2 Minuten wieder voll. Also die Erfahrung zeigt, also ich esse hier nicht, ne, zum Beispiel, ne, und trotzdem wandern irgendwelche dummen Krümelchen, ich weiß nicht, was das für Krümel sind, aber die wandern immer irgendwie hierhin, durch die Luft, die fliegen, ich glaube, die bauen sich so kleine, ich weiß nicht, die chartern, vielleicht gibt es so kleine Drohnen, so Mikrodrohnen, wahrscheinlich gehören die dem Herrn Gates und die Mikrodrohnen fliegen dann praktisch, die kann man chartern wie so eine Bushaltestelle, kann man sich hinstellen als kleiner Krümel und dann sagt der eine kleine Krümel morgens so zu seiner Mama Krümel, Mama, ich geh da mal, ne, und so, und dann geht er zur Bushaltestelle, also praktisch nicht Bushaltestelle, sondern eben, da geht nicht, der geht auch nicht, der geht auch nicht, der geht auch nicht, der auch nicht, okay. Und dann geht er halt dahin und ja, und dann fährt er mit so einer Drohne, fliegt er, lässt er sich fliegen von der Drohne, die fliegt ihn dann praktisch hierhin zu meiner Tastatur. Genau, und ich wundere mich dann, warum Krümel hierhin wandern. Oder die sitzen in meinem Bad, das kann natürlich auch sein. Also ich habe schon mal so mehrere Möglichkeiten so abgecheckt. Die können auch in meinem Bad sitzen. Und dann, wenn ich mich nicht über meine Tastatur beuge, was ich nämlich nicht tue, fliegen die aus dem Bad raus, also die hüpfen, die müssen irgendein Eigenleben haben. Die nehmen Anlauf und hüpfen praktisch zwischen die Tasten. Und wer jetzt, also, ne, so war das. Verdammt nochmal. Ich habe das schon so oft gesagt, wie es war. Und keiner glaubt mir. So, wir nehmen auf jeden Fall Kohle mit. Kohle ist immer nice. Was ist das? Oh. Gravel. Nein, Gravel wollen wir nicht. So. Und wie ihr seht, damit die Dingers hier ist ziemlich. Bei uns sagt man mau, also da ist nichts los, ne? Und so bin ich hier durch die Gegend geeiert, ja, hab schön, ich meine, Kohle haben wir gefunden, ne? 4 Stacks oder was das waren. Und wir haben hiervon und ein bisschen davon und so und bla bla bla, das ist auch alles wunderbar, ne? Hier Gold vor allen Dingen, da freut man sich natürlich immer drüber. Weil Gold ist ja nun, also, einer der besten Materialien, die man in Minecraft so jemals überhaupt hatte, ne? Also, das ist ja, also, ne? Also Gold. Boah, wenn ich. Irgendwie wollen die uns auf jeden Fall nichts Gutes, habe ich dann irgendwann gedacht. Und na, so jetzt. Ah, jetzt müssten aber welche kommen. Und dann habe ich noch eine Viertelstunde gemacht. Und dann kam immer noch nichts. Und dann habe ich einen gefunden und dachte, ah, naja, gut, okay, wenigstens schon mal einen. Na, an so einem Lavabecken. Na, der Rest war in der Lava dann praktisch irgendwann generiert und somit, also nicht Existenz, sondern Lava. Und ja, ich dachte mir, naja, komm, besser einen, ne, als keinen und so. Hallo. Und ich gucke. Leute, ich gucke gut. Glaub mir.
Also, ich gucke jetzt sehr gut, ob hier drunter. Ne, ich werde jetzt hier drunter gucken. Ich meine, hier kann keine Lava mehr sein, ne, weil ne, wir haben ja... Oh, guck mal. Oh yeah, funky. Okay, weiter geht's. Das ist schon mal gut. Also, Spiel... Liebes Minecraft-Spiel, ich finde gut, wenn du mir Diamanten gibst. Und ich finde es schlecht, wenn du mir dummes Zeug gibst. Also, halt dich bitte an die Regeln. Okay, hier gehen wir nicht durch, sondern wir gehen hier rum, weil Redstone ist nicht so... Oh. Oh. Wo? Watery? Ich kann das nicht genau hören. Die sind über uns, ne? Ich glaube, die sind über uns. Okay. Wir gucken mal einfach weiter, ne? Bis wir irgendwas Nettes finden. Und über uns ist in Ordnung, aber nicht perfekt. Sollen wir denn da mal hoch und gucken gehen in die Höhle oder so? Komm, wir gehen mal hoch. Warte mal, wir machen mal hier. So, ne? Das hört sich doch schon gut an. Guck mal. Sind wir doch schon ein bisschen näher dran, oder? Eisen. It's Eisen and it's the Schnicky Schnackies. Warte. Oh yeah. This is the Ausgleich für the Scheiße vorher. And much Kohle is also needed. So, das ist gut. Guck mal, ey, dann haben wir ja doch ein paar gefunden. Ich war einfach nur in der falschen Gegend. So. Nein, ich habe natürlich, ohne dass ich World Edit besitze hier, habe ich natürlich die alle eingebaut hier, ne? Also, das ist ja klar, Leute, ne? Also, ich habe die alle eingebaut und mir jetzt hier so eine Map hingelegt. Da. Hallo, ihr Guten. Ja. Warte, hier oben hoch. Hallo. Erstmal eine Ecke machen. Ist da noch einer? Nee. Okay, dann, warte mal, machen wir mal Folgendes. Okay, er kann nicht. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber wir werden mal gucken. Warte mal, ich mach mal den hier hin. Na, sollen wir das wagen? Ja. Ach, guck mal. Hello. Danke, Knochen und Knochenmehl. Hello. Danke. Das war's jetzt, oder was? Das war die ganze Höhle. Nee, oder? Ey, Party Peoples. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, oder? Nee.
Warte mal, ich mach mal eben den dicht. Wir haben hier nichts, oder wie? Nee. Nüsse. Voll, das hörte sich nach total vielen Viechern an und so und Zeug und alles und ja gut, okay. Wir haben ja hier, komm, wir haben Zeug. Also, Kohle. Nehmen wir mit. So, nehmen wir mit. Hier hinten ist auch noch Zeug. Ja gut, ich meine, es gibt Schlimmeres, aber ich dachte echt, da wären mehrere Viecher so, ne? Nicht nur zwei. Naja, gut. Okay. Dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier runter. Und wir gehen hier weiter, glaube ich, ne? Oder? War das hier? Jo, genau. Hier war das. Cool. Dann. On and on. And on and on. Till the break of dawn. Oh, no, 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 no. Das wollen wir nicht. Warte. Zack. Puh. Oh, da ist noch einer. Okay, warte mal, dann machen wir das so. Hier auch? Ja, okay. Hier? Auch. Okay. Hier? Auch. Warte mal. Hier? Nö, gut. Dann machen wir hier den Quergang. Nein! Das ist nicht möglich, oder? Okay, ich glaube, wir sind hier irgendwie auf Lava gestoßen. Okay, warte mal, ich mach mal eben den. So, okay, wir sind jetzt hier auf Lava gestoßen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung weiter. Und, ja. Gucken mal. Was wir noch finden? Das habe ich mir alles geskriptet, ne, übrigens, ne? Also ich habe hier ein Drehbuch liegen. Wie gesagt, es gibt für die Version nicht mal World Edit, was funktionieren würde. Also es gibt gar keins. Nicht mal eins, was nicht funktionieren würde. Weil World Edit, könnt ihr nachgucken, gibt es nicht mal für die 1.0. Also für die Release oder 1.1 gab es noch nicht mal welche funktionierende. Könnt ihr bei Curse oder sonst wo nachgucken. Also, aber was ich sagen wollte, ich habe natürlich eine geheime. Na, ich habe eine geheime. Also, ich habe die geheime World Edit Version vor dem Release. Der Smeagol, ne? Und dann habe ich mir einen Plan geschrieben, dass ich genau da Lava hingemacht habe. Dann habe ich, oder, dann habe ich den Block gesetzt und den anderen da drüber und den hier und dann habe ich da reingemacht und dann wieder einen rein und dann noch einen und so und die Ecke und hier dieses ist geplant mit der Fackel da unten. Das ist ein Zeichen, weil ich die sonst immer oben reinmache. Ja? Und da ich mich nicht gerne verrate, mache ich das so. Und dann sieht das so aus, als wenn das so ist wie immer. Und dann habe ich zwei Blöcke ausprobiert, die auch nicht funktionieren. Ne? Also den könnte man jetzt noch wegmachen, theoretisch. Aber nein, da ist auch Lava. Und dann bin ich hier rein. Und jetzt finde ich sofort, und das wäre jetzt scheiße, wenn ich welche finden würde, drei Blöcke noch. Eins, zwei, drei und Diamanten. Oh, scheiße, mein Plan funktioniert nicht mehr. Ja, faken, die Welt steht ja auf Fake. Na, also Millionen von Leute klicken diese ganzen Fake-Videos von ich habe so und so viele Tage im Hardcore-Modus und auf der Insel und da war sonst niemand und ich habe auf einem Block ohne alles überlebt für 8 Jahre und ich zeige euch jetzt das Video und ihr müsst das 800 mal, 1000 mal klicken. 8 Millionen, 100.000 vierfach. Millionen mal klicken und diese Vollpfosten da draußen, diese ganzen kleinen stumpfen Gen Z Kindergedönstypen, diese Jungs, ja, vor allen Dingen, weil die Mädels, ne, also das sind alles so 10- bis 12-jährige Vollpfosten-Jungs, ja, sorry, da muss ich einfach mal sagen, die klicken dann millionenfach auf der ganzen Welt, also wenn ihr jetzt Deutsche seid, ne, dann müsst ihr euch jetzt nicht schlecht fühlen,
So von wegen, ja, der hat was gegen uns hier und so, ne? Und bla. Nein, ihr seid auf der ganzen Welt verteilt, weil die ganzen Vollpfosten wie ihr diese Videos klicken, ja? Und ich würde sowas erstens schon mal grundsätzlich nicht klicken, aber das ist nicht schlimm. Jeder hat seinen Gusto, was heißt in Übersetzung, jeder hat das, was ihm gefällt und das muss auch niemand anderem gefallen, ja? Das ist auch klar. Ja, ich bin da niemand, ne? Ich bin nicht hier der kleine Adolf, der sagt, ihr müsst das hier gut finden und das nicht und blablablub. Ja, das ist Bullshit. Jeder kann, aber ich würde persönlich nicht mal klicken. Gut, dann kommt dazu dein Gusto, also das, was dir gefällt und du sagst, ich klick das mal. Vielleicht verarscht er mich nicht. Okay, du bist nicht der Hellste, aber das steht dir zu. Du darfst draufklicken. So, dann macht der Typ ein Video. Und du siehst das. Also hat eins gemacht und du siehst dir das an. Du guckst dir das an, ja? Und dann siehst du, okay, der Typ ist nicht ganz in Ordnung. Da ist irgendwas, was nicht funktioniert. Ja, also funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Und anstatt dann zu sagen, okay, ja, der, ich habe das Gefühl, der verarscht die Leute so ein bisschen, weil da steht, ich habe 40 Tage im Hardcore und blabliblub, ja, 40 Tage. Und dann macht er das Inventar auf, ne, und die Stats auf und dann sieht man, da steht 4 oder 3 Tage oder irgendein Scheiß, weißt du, so. Spätestens dann sollte man doch hingehen und sagen, okay, also egal wie toll der Typ am Anfang für mich war, ja, ich habe jetzt gemerkt, okay, der ist nicht so toll, wie ich dachte. Lass mal, guck mal nicht mehr, ja. Naja, egal. Langes Thema,